Guten Morgen nach Bonn. Ja, wir sind hier in Landshut und zwar auf dem Marktplatz der Stadt. Denn heute ist seit 7 Uhr morgens hier ein betriebiger Aufbau und ab 9 Uhr geht es hier oder ging es hier los mit dem Markt. Und wir wollen ein paar Bilder zeigen von der Stadt. Und es ist eine mittelalterliche Stadt, die etwa eine Autostunde von München entfernt liegt. Es gibt ein ganz besonderes Wahrzeichen hier und zwar ist das die Martinskirche. Und diese Martinskirche hat tatsächlich den größten Backsteinturm Deutschlands. Nein, sogar nicht nur Deutschlands, sondern der Welt. Also ein interessanter touristischer Ort, aber vor allen Dingen natürlich auch ein Ort, der durch die Flüchtlingskrise betroffen ist. Denn in Landshut, eine Stadt mit etwa 67.000 Einwohnern, leben 880 Flüchtlinge. Und Landshut hat auch eine Erstaufnahmestelle. Das liegt daran, dass es auch nah an der österreichischen Grenze liegt und dann natürlich direkt betroffen ist von den Flüchtlingsströmen, die hier nach Bayern und auch natürlich in den Landkreis kommen. Es gab eine Aktion hier in Landshut, die vor einer Woche auch in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Und zwar hat der Landrat Peter Dreyer einen Flüchtlingsbus nach Berlin geschickt, sozusagen vor das Kanzleramt, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, nämlich die Unterbringungsproblematik, was die Flüchtlinge angeht. Und ein Kollege von mir aus dem Studio Berlin hat das mal in einem Beitrag begleitet. Shake hands und Schulterklopfen. Das soll Mut machen, für den es eigentlich keinen Grund gibt. Denn die ganze Reise hier von Landshut nach Berlin ist nur so halbwegs durchgeplant. Was genau in der Hauptstadt passieren soll, das kann der Initiator der Reise seinen Gästen im Bus auch nicht sagen. Die Bundeskanzlerin Merkel hat gesagt, sie schafft das und wir sehen, ob sie das schafft. Es ist natürlich auch eine PR-Aktion einer kleinen Partei, ein Signal an Angela Merkel. Und hat doch einen ernsten Hintergrund. Die 31 Syrer im Bus haben das Asylverfahren bereits durchlaufen und müssten nun eigentlich die Unterkünfte im Landkreis Landshut verlassen, sich Wohnungen suchen und Platz machen für die vielen Neuen, die kommen. Doch das ist nicht so einfach. Weil einfach zu wenig Wohnungen zur Verfügung stehen, prinzipiell. Weil es vielleicht da Probleme gibt, dass mancher sagt, Flüchtlinge, Asylbewerber möchte ich eigentlich nicht aufnehmen. Streng genommen ist der Landkreis für die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen nicht mehr zuständig. Sie müssten sich dann als Obdachlose bei den einzelnen Kommunen melden. Landshut fährt sie einfach nach Berlin. Wenn das jetzt alle machen würden? Das wäre vielleicht ein Zeichen, dass man zum Beispiel im sozialen Wohnungsbau, dass sich da was bewegen müsste. Weil sie müssen ja irgendwo wohnen. Sie sind ja nicht immer im Asylbewerberstatus. Wir können nicht immer mehr neue Unterkünfte akquirieren. Wo sollen sie leben? Natürlich erregt die Aktion Aufmerksamkeit bis in die Bundespolitik. Der Landrat startet einen Hilferuf durch diese öffentlichkeitswirksame Maßnahme. Und so geht es vielen Kommunalpolitikern. Solche Gesten auf dem Rücken von Menschen, die in Not sind, die Schutz suchen, sind geschmacklos und an Populismus auch nicht zu überbieten. Es hatten sich große Hoffnungen an diese Reise geknüpft. Bei der Ankunft in Berlin blieb davon nicht viel übrig. Es fühlt sich an wie ein Ping-Pong-Spiel und wir sind der Ball hier im Spiel zwischen Bayern und Berlin. Die Reise endet schließlich im Nichts. 2 Stunden Bürokratie, von der Presse belagert, die Nerven liegen blank, Essensspenden lehnen sie ab. Vielen fehlten offenbar die nötigen Papiere. Was für den Landrat ein Hilferuf war, das war, wie wir es gerade in dem Beitrag gesehen haben, für viele Flüchtlinge natürlich auch eine Ausnahmesituation. Mittlerweile sind sie hier wieder zurück im Landkreis. Aber man muss ein bisschen unterscheiden, denn das, was hier gelaufen ist, ist nicht die Stadtlandrat, sondern tatsächlich der Landkreis. Wir haben hier bei unserer Tour Wir tickt Deutschland die Flüchtlingskrise jetzt aber Gelegenheit und wollen vor allen Dingen natürlich Bürger hören und mit ihren Sorgen und natürlich auch mit den Erfahrungen, die sie bis jetzt gemacht haben mit der Flüchtlingskrise. Und das, was diese Fragen, die wir ihnen gestellt haben, ausreichend ist, dass wir nichts schneiden, nichts weglassen, sondern tatsächlich die Bürger sprechen lassen. Und wir haben heute Morgen, bevor es hier so richtig losging, deswegen wahrscheinlich auch gleich etwas dunkel im Bild, einmal die Bürger von Landshut gefragt, wie sie denn die Flüchtlingssituation in Deutschland bewerten. Den Anfang macht eine Landshuterin. Ich denke, Europa ist ein reicher Kontinent, Deutschland ein sehr reiches Land. Manche kapieren das, glaube ich, gar nicht. Und dass wir da auf alle Fälle aufgefordert sind, zu helfen. Und das jetzt heißt, Ruhe bewahren und wir schaffen das. Ja, es ist momentan sehr drastisch. Und die weiteren Probleme sind momentan noch gar nicht vorhersehbar. Und
Wie die Lösung am besten ist, glaube ich, wissen unsere Politiker am wenigsten. Weil die kämpfen aber nicht gemeinsam, sondern jede Partei für sich. Und das finde ich schlecht. Entweder man zieht alle an einem Strang oder man kommt zu keinem brauchbaren Ergebnis. Das ist meine Meinung. Und ich hoffe, dass in Zukunft auch in Sicht der betroffenen Länder Besserung kommt. In den Ländern selber. Das ist meine. Das ist aber jetzt wirklich ein bisschen ein schwieriges Thema, weil da gibt es nicht einfach nur eine Meinung. Ich kann sehr gut die Ängste der Bürger hier verstehen. Ich selber habe auch keine negativen Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht. Ich denke, sie brauchen unsere Unterstützung. Dass man Klarheit reinbringen muss in der Politik, denke ich, ist klar. Da gehen die Meinungen immer auseinander. Also ich denke, wenn man einen Stopp reintut oder zumindest bei denen, die nicht wirklich flüchten müssen, dass man die dann dort lässt, wo sie sind. Das fände ich jetzt toll. Fände ich auch wichtig. Die, die es wirklich brauchen, die dürfen gerne rein. Und denen soll auch geholfen und unterstützt werden. Überhaupt gar keine Frage. Aber man muss ein bisschen ausselektieren, finde ich. Das hätte man aber von Anfang an machen sollen. Wenn wir die Not waren, haben die uns auch geholfen. Nicht? Und mal das Beste draus machen. Und die gescheit integrieren und dann passt ja alles. Nicht? Was kann man da viel jetzt sagen? Also, mich stören sie nicht. Sagen wir mal so. Das ist doch schön. Nicht? Ich bin zufrieden und mal jeder, soll ja jeder leben lassen. Und das passt dann. Soweit also die Bürger, die wir heute Morgen hier auf dem Marktplatz bis jetzt fragen konnten. Das setzen wir natürlich fort hier in unserer Rubrik Wie tickt Deutschland die Flüchtlingskrise in den anderen Vorortflächen. Aber jemand, der natürlich auch die Bürger und die Stimmen der Bürger kennen muss und auch auf die Sorgen eingehen muss, das ist der Bürgermeister der Stadt. Und mit dem hatten wir Gelegenheit, kurz vor der Sendung ein Interview zu führen. Hans Rems, Sie sind der Bürgermeister von Landshut. Wir haben gerade die Stimmen von Bürgern gehört, die wir heute Morgen hier auf dem Marktplatz schon fragen konnten. Jetzt gibt es dieses Paradigma der Kanzlerin, wir schaffen das. Schaffen wir diese Krise wirklich? Wenn es so bleibt, wie es sich der Zustand momentan befindet, nein. Wir werden hier bei uns auch in Bayern, wir merken das, es ist auf bayerisch gesagt landunter. Wir können die Flüchtlinge, die tagtäglich noch zu uns kommen, in dieser Form nicht mehr bewältigen. Das war ja auch Thema jetzt bei der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion in Kreuth, das Thema der Obergrenze. Österreich hat natürlich hier auch den ersten Schritt gemacht und gesagt, wir müssen die Einwanderung begrenzen. Jetzt ist Landshut eine Stadt mit 67.000 Einwohnern. Genauso viele Asylanträge gab es in Bayern im letzten Jahr. Wie sieht denn die Situation hier vor Ort aus und was schildern Ihnen denn die Bürger, die mit ihren Nöten vielleicht sich natürlich auch an Sie wenden, mit ihren Ängsten? Was ist da Ihr Eindruck? Mein Eindruck ist, dass die Bürger nach wie vor vom ehrenamtlichen Engagement her hoch motiviert sind und sich einbringen in jeder Beziehung Hilfe für unsere Flüchtlinge. Ich merke aber auch, dass dass der Druck so groß geworden ist, dass wir kaum mehr die Menschen unterbringen können, ohne dem, dass sie vielleicht unter Umständen nicht einen gewissen Standard haben, den wir uns eigentlich selbst vorgegeben haben, merken wir, dass die Stimmung in der Bevölkerung gekippt ist. Die ist nicht mehr im Umkippen, sondern die ist gekippt. Man verlässt sich natürlich auch auf die Bürger, da ist das natürlich schwierig, wenn dann diese Stimmung tatsächlich in diese Richtung geht und die Menschen tatsächlich überfordert sind mit dieser Krise. Auch der Landkreis und natürlich die Kommune. Wir hatten die Aktion letzte Woche gehabt von einem Landrat aus Landshut, der 31 Flüchtlinge nach Berlin gebracht hat. Das sahen Sie ja auch sehr kritisch. Was ist denn das Konzept der Stadt? Wie kommt man denn mit den Flüchtlingen hier in Landshut direkt aus? Ja gut, ich meine, wir haben insofern ein Konzept, dass wir haben ja eine Quote, da gibt es einen Königsteiner Schlüssel, den wir natürlich erfüllen sollten, aber durch die Mengen, die zu uns jetzt über die Grenze kommen, wird natürlich die Personenzahl immer größer und wir sind halt jetzt direkt am Ende. Wir können die Menschen nicht mehr so unterbringen, wie es eigentlich gehört. Wir haben auch sehr viele sogenannte Dezentrale, die bereits ja in Wohnungen gebracht werden können. Ich habe selbst 300 bis 400 Mitbürger, die seit Jahren sozialen Wohnungsbedarf haben. Das heißt, für uns mit einem Zuzug von jährlich 1000 Menschen, die zu uns ziehen nach Landshut, ist das natürlich eine Riesenherausforderung und da müssen wir natürlich jetzt irgendwann Konsequenzen ziehen, dass einmal etwas Ruhe reinkommt, dass wir uns ordentlich regulieren können.
Also die Obergrenze, die natürlich auch schon diskutiert wird. Jetzt gibt es aber auch Menschen, wir hatten ja heute Morgen die Gelegenheit, und Sie gerade den Beitrag gesehen, Bürger aus Landshut, die sagen, naja, Menschen, die Hilfe suchen, Asyl, da gibt es keine Obergrenze, das wird schwierig. Und auf dem Rücken der Flüchtlinge wird teilweise auch politisch Kapital geschlagen. Also die Politiker nutzen die Situation und es ist ein Hickhack, wie man dieser Krise Herr wird und dieser Situation Herr wird. Was muss denn tatsächlich jetzt geschehen außer der Obergrenze, dass man irgendwie mit den Menschen, die schon hier sind, wir haben 1 Million etwa, so sind die Zahlen erreicht, damit die auch wirklich hier eine Zukunft haben und damit man auch tatsächlich schafft, diese Sorgen alle aufzufangen und nach vorne zu schauen? Also wenn Sie mich direkt fragen, würde ich sagen, es muss jetzt einmal für einige Monate oder eine Zeit lang ein sogenannter Stopp sein, um das Ganze hier vor Ort oder im Land zu regulieren, vor allen Dingen auch die Registrierungen ordentlich durchzuführen, die auch der Bevölkerung großen Unmut bereiten. Und wie gesagt, dann schaffen wir das insofern, wenn wir heute jetzt einmal etwas Ruhe bekommen, können wir Integration weiterbilden, wir können den Wohnungsbau forcieren, wir haben dann schon Möglichkeiten. Aber mehr glaube ich, dass momentan die Bevölkerung nicht mehr mitmacht. Wir Politiker ja, weil wir ja einen gesetzlichen Auftrag haben, aber die Bevölkerung wird das nicht mehr mitmachen. Sprich, entsprechende Wahlen, die ja demnächst auch anstehen, da sind wir ganz gespannt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und auch bei uns in Bayern, Gott sei Dank, muss ich auch sagen, haben wir mit unserer Landesregierung das Glück, dass wir alle Flüchtlingskosten vom Freistaat bezahlt bekommen. Meinen Kollegen in ganz Deutschland geht es völlig anders. Die müssen mit maximal 25-30% Zuschuss auskommen und müssen die Flüchtlingskultur und die Flüchtlingsproblematik vor Ort lösen mit ihren eigenen Haushalten. Also da stimmt irgendwas nicht. Sagt Hans Renf, Bürgermeister von Landshut. Also einiges zu tun, wenn ich das daraus richtig lese. Vielen Dank. Dankeschön. Und auch für uns noch einiges zu tun, denn in unserer Rubrik Wie tickt Deutschland die Flüchtlingskrise mache ich mich jetzt weiter auf und spüre die Stimmen auf, die hier auf dem Marktplatz uns geäußert werden. Und das zeigen wir nachher in unserer Sendung. Und ich kann jetzt erstmal zurückgeben ins Studio nach Bonn zu meiner Kollegin Sonja Fuhrmann.